Auf dem Wege frohe Ostern wünschen an alle Zuschauer, Kunden, Freunde. Naja, es ist ja mal richtig wieder was los. Ja, ist mal wieder. Die Frage lautet, warum ist denn so viel los? Die Frage lautet, wieso? Ne? Ich kann einfach nichts dazu sagen, was im Moment da so abgeht. Geht ja eine Menge ab in Brüssel und so weiter. Nun, Ostern steht vor der Tür, viele, viele bunte Eier. Eins kann ich euch sagen, kocht sie nie, tut höllisch weh, lasst es sein. Die Farbe ist auch nicht, die ist gemein, so blau habt ihr die noch nie gehabt. Und färben, na, ich weiß nicht. Ja, aber ist egal, lasst es sein, kauft lieber die Eier bei Rewe oder sonst wo, aber färbt sie nie. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, ne, Betbrüder, Geschwister etc. pp. Bombenstimmung überall. Ne? Ja, keiner weiß warum, aber ist halt so. Ja, ich nutze hier die Zeit, um in die Kamera hineinzusprechen, zu erzählen. Ist ja Videoplausch, wisst ihr ja. Ne? Videoplausch ist ja was anderes, wie irgendwas herstellen. Ne? So, 582 Begeisterte, irgendwie befriedigen, ist eine Maloche, Leute. Ist eine Maloche, sich auszudenken, was mache ich jetzt? An der Scheibe kloppt auch gerade einer rum, er findet das unheimlich toll, was er da sieht. Ne? Er haut auf Gisela Schlüter rum. Gisela Schlüter, kennt ihr noch Gisela Schlüter? Also, wir haben ja, oder wir machen ja Medienhaus, ne? Und haben das Medienhaus, sind aber noch im Umbau und deswegen haben wir nicht so viel Zeit, irgendwas zu produzieren im Moment. Das soll ja 2017 anders werden. Dazu werden ja noch Schauspieler, Künstler aller Sparten gesucht. Und ja, wir haben jetzt hier sehr viele Künstler, die uns gefragt und gesagt, was so los ist in der Welt der Kunst. Da sind viele unterwegs, die Leute zum Casting einladen und angeblich alles kostenlos, und ist das Casting gemacht, also sind die Leute da irgendwie auf dem Laufsteg hin und her gelaufen, wollen die plötzlich 5000 Euro. Also das sind ja die Hammerklöpse, ne? Also 5000 Euro wollen die dann plötzlich für die gesamte Sache, Ausdruck etc. Also das ist der Klops. Gestern war eine Künstlerin da, die sollte 120 Euro für Vermittlungsgebühr bezahlen. Da steht aber drin in diesem Dossier, dass die Grundlagen der Vermittlung nicht gegeben sind. Das heißt, dass sie keine Garantie übernehmen, dass vermittelt werden könnte. Aber sie sollte 120 Euro bezahlen. An alle Künstler aller Sparten, die dieses Video jetzt hier sehen im Medienhaus, meine lieben Freunde, wenn wir ein Casting machen, wenn wir euch suchen, ja, dann ist das umsonst, das ist klar. Wir zahlen so viel wie wir können und dann kommt ihr. Dann machen wir und dann ist das okay. Und wenn wir euch dann brauchen, fragen wir und dann müsst ihr aber dann auch erscheinen und ihr bekommt euer Geld dafür. So funktioniert es richtig. So funktioniert es auch bei Filmpool, bei allen echten Pools, Film- oder Fotopool. Ja? Casting, einschreiben auf die Warteliste und wenn ihr dran seid, dann müsst ihr auch erscheinen, dann gibt es auch Geld, ja, 8,50 Euro die Stunde brutto, ist klar, ja, 10 Stunden sind dann 85 Euro, minus, ne, Steuerklasse, habt dann immer noch 55 oder 65 Euro bar Cash in der Tasche, so sieht das nun mal aus im kleinen Schauspielgewerbe, ne? Wenn ihr Glück habt, habt ihr dann 115 Euro in der Tasche, netto, ja, ist halt so, ja, um die Träume mal zu senken, weil einige kommen rein, ich hätte gern 10.000, dann kannst du mich haben. Erstens kennen wir den Typ überhaupt nicht, zweitens wissen wir gar nicht, was der kann und drittens wissen wir auch nicht, ob er überhaupt was kann. Ja, also die, ne, die Schoten lassen wir mal. So, Medienhaus ist im Umbau, hier waren genügend solche Fälle, die uns mehr Zeit gekostet haben, wie überhaupt Sinn die Kamera anzumachen. Ist halt so. Ja, die erscheinen hier euphorisch und dann hört man nichts mehr von denen. Ja, oder aber die möchten haben, hören gar nicht mehr auf mit haben, aber sind überhaupt nicht bereit, irgendetwas für diese Leistung zu zahlen. Das ist auch so eine Schote.
egal, wir sind lustig drauf, ich bin sowieso lustig drauf, mir ist das sowieso auf eine Art egal, weil mir das nämlich sehr viel Spaß macht. Ja, auch die Videos machen mir Spaß, deswegen fallen die Videos auch so aus. Die Videos haben keinen Sinn, ja. Der Sinn ist, dieses Video gemacht zu haben als Spaß. Als Spaß, mit der Kamera umzugehen, die Zeit, die man dafür braucht, um diesen Film jetzt so zu gestalten, wie ihr ihn jetzt seht. Ja, der sah ja vorher nicht so aus. Ja, das sind so Sachen. Also ihr seid total recht herzlich willkommen weiterhin im Studio Lustig, da ganz hinten, das im Umbau, ne, da und da. Ja, ich habe im Moment irgendwie so keine Lust da, ich mache das alles so piano, aber ich werde es dann anbieten. Ja, ich werde mich mit der Buchhaltung unterhalten, wie viel man raushauen soll, dass es sich mit der Steuer verträgt. Kostet ja alles richtig Geld und die Steuer sagt auch mal guten Tag, wir hätten gern. Ja, ich hätte auch so gern, ne? Ja, ist ja alles so teuer geworden. Ja, worüber können wir jetzt philosophieren? Wir können über vieles philosophieren. Über das Action-Figuren-Display AfD. Wir können uns über die Stimmung im Land unterhalten, ne? Also in Belgien. Aber da machen doch die anderen. Deswegen mache ich das nicht. Ich habe jetzt diesen Videoclip gemacht, habe was Schönes daraus mir ausgedacht, on air gestellt und ihr könnt jetzt ja, darüber philosophieren oder mitmachen. Wie gesagt, wenn wir casten, dann kriegt ihr Geld, nicht wir. Ja, das ist ein Unterschied. An alle Schauspieler bzw. an alle Künstler aller Sparten, vor allen Dingen die Newcomers, die totalen Newcomers, wenn ihr irgendwo hingeht, ja, dann bringt ihr kein Geld mit, sondern ihr bekommt Geld. Ja. Also wir haben einige auf den Weg gebracht, die dann, also gestern war so ein, deswegen mache ich das Video, also musste da ziemlich schmunzeln. Ich habe mir da gestern alles angesehen, auch die Website, grauenhaft. Da sollten unsere jungen Künstler so richtig schön abgekocht werden. Also die Krönung waren 5000. Das war die Krönung. Also, naja. Besonders wenn Leute, also besonders wenn Caster euch in ein Hotel einladen, dann lasst die Finger schon mal ganz weg. In einem Hotel da casten. Wenn wird in einem richtigen Studio gecastet, in einem richtigen Studio, wo ihr auch euch aufhalten könnt, ihr werdet bewirtet, einigermaßen, oder ihr habt die Möglichkeit, euch selbst zu bewirten, aber auf jeden Fall müsst ihr nichts bezahlen, sondern jeder bekommt und jeder bekommt auch einen Setplatz, wo dann, oder Setcard, Aufnahmen etc. Aber wenn, also bei den Seriösen, wenn ihr euch da einschreibt und dort mitmachen wollt, dann müsst ihr auch erscheinen. Egal wo, egal wie und egal warum. Ja, so sieht's aus. Und dann wird auch seriös abgehalten. Das sind die seriösen Filmpools, Fotopools, aber nicht, wo ihr dann zum Schluss irgendwelche Gebühren bezahlen müsst oder Geld mitbringen müsst. Nee, das sind nicht die seriösen. Wollte ich mal gesagt haben. Hier im Medienhaus, wir sind und wir bleiben seriös. Wenn wir aufrufen zum Casting, dann gibt es Geld. Ist klar. So, im Moment rufen wir nicht. Bremse, Bremse, Bremse. Wenn. Im Moment nicht. So, wir haben vor, eine Autorin ein bisschen zu unterstützen. Im Moment, das reicht. Der Rest ist wie immer viel zu tun. Und heute ist klar, ist Ostern, ist ein bisschen ruhig, ich weiß nicht, wie ruhig das bei euch ist, sind Ferien, ja. Ja, jeder macht sein Ding, also noch einmal, ja? Malt nicht eure Eier an, das tut weh, kocht sie auch nicht, die Farbe ist auch nicht schön, lasst es sein, das ist an die Männer gerichtet, ne? Die da den Osterhasen spielen wollen, lasst es sein. Guckt euch lieber mittwochs die Werbung an, 18.15 Uhr, Hubert und Staller. Da macht mehr Spaß. Ja, also wie gesagt, Spaß. Bulli Hörbiger dreht wieder einen Film. Ja, das Beste aus seinem Ganzen will er dann da als Film wieder machen und 2017 in die Kinos bringen. Bulli Hörbiger, freuen wir uns auch schon drauf. Wow, wow, wow. Ja, ich gucke gerade hier so ins Studio
und überlege mir auch irgendwas. Also wie gesagt, ich selber arbeite daran, eine Autorin zu vermarkten, ihre Bücher. Jo, das war's an sich schon. Der Videoplausch heute, jo, fällt nicht allzu viel aus heute, weil, ja, ist nicht viel. Ob ich ein Videotag, oh ja, vielleicht mache ich ein Videotag, wo jeden Tag irgendwie, aber am Ende gucke ja nur ich, ne? Ja. Das Leid eines Künstlers ist ja, dass er erst mit seinem Ableben zum Kunst gerät, zum Beispiel Van Gogh oder so. Van Gogh ist auch erst nach seinem Ableben in aller Munde und seine Bilder sind jetzt richtig teuer. Ja, er war nachher auch irre, schnitt sich sogar das Ohr ab. Ich meine, wenn heute einer vor laufender Kamera sich sein Ohr abschneidet, hat er da 1 Million Zuschauer beziehungsweise Klicks und verdient dann richtig Schotter. Ne? Ja, aber das kann er auch nur einmal machen. Ne? Und die Versicherung kann er dann auch nicht anschreiben. Nee, man sieht ja, dass er das selbst gemacht hat, das Ohr abgeschnitten, ja, damit er Klicks kriegt. Ich habe nämlich gerade hier einen Clip gesehen, da ist einer vor springenden Autos. Also er ist vor die Autos gesprungen. Es ist ihm nichts geschehen, aber ich habe auch gesagt, das macht er nur einmal. Ja, alle am Schreien, was macht er denn, was macht er denn? Ja, alle haben nicht gesehen, dass die Kamera lief, aber egal. Wurde auch bei uns veröffentlicht. Am Sondersender Nordrhein-Westfalen bei Facebook könnt ihr euch das ja anschauen. Die ganzen komischen Sachen, die da so passieren. Gut, wir haben heute auch eine Kerze angezündet, eine, die brennt den ganzen Tag für alle Opfer auf diesem Planeten, nicht nur in Brüssel, ne? Für alle Opfer, denn alles ist Menschenhand, alles kommt von Menschenhand und alles ist nur Gedankengut. Wer seine Gedanken halt nicht gut im Griff hat, da kommt sowas dann dabei raus, ja, Bombenstimmung und Chaos, naja. Das ist eine andere Geschichte. So, das war mein Videoblog, ein Videoplausch mit eurem Medienkanzler, der im Moment Zeit hat hier in seinem Copyhaus, Copy and More. Das Medienhaus ist ein Umbau. Da denke ich mir wirklich was aus. Also da sollen da sollen schöne Sachen gemacht werden. Vielleicht drehe ich auch einen Film, wenn er 5 Jahre dauert, das ist mir egal. Und dann stelle ich ihn gerade vor. Die Sonne rein. Ach herrlich, das macht Spaß. Charlie Chaplin sitzt auch gerade neben mir, zwar als Figur, aber egal. Ja, Dick und Doof ist schon verkauft, die Figuren. Die sind immer da. Muss ich mal gucken, ob ich die wieder reinbekomme. Dick und Doof wird reichlich abverkauft. Und Charlie Chaplin, das dauert immer, bis der arme Tramp gekauft wird. Ja, als Figur sitzt er da und schaut mich an. So, das war's. Hat auch wieder viel zu lange gedauert. Denn so lange dauert, beziehungsweise so lange schaut ihr ja nicht. So, ich mache mir da was Lustiges raus. Der Ursprung sieht immer anders aus, meine lieben Freunde. Rohmaterial seht ihr bei uns kaum, bei mir schon mal gar nicht. Ich bemühe mich immer, dass die Clips ein bisschen aufgepeppt werden.